Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatores, zu einem weiteren Let's Play-Projekt mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir spielen nochmal Rome Total War. Für alle, die meinen Kanal noch nicht kennen, ich spiele ja bevorzugterweise Strategiespiele, insbesondere eben rundenbasierte Strategiespiele, da gehört die Total War-Serie dazu. Ich bin auch Historiker von Hause aus und rede immer gerne über die Geschichte, um die es in diesen Spielen geht, und wir spielen heute eine der wenigen Fraktionen, die ich noch nicht gespielt habe. Ich sage nur ganz erst was, falls sich der eine oder andere fragt, warum ich mehr oder weniger Einheiten habe als er. Man kann also hier die Einheitenzahl einstellen. Ne? Ich stelle die in der Regel auf groß. Das ist hier ganz brauchbar. Ihr könnt sie auch auf riesig stellen. Es wird nur keine Auswirkungen haben in der Kampagne, die ihr bereits begonnen habt. Eine Kampagne müsst ihr dann eben nochmal neu starten. Ja? Nur so als kleiner Hinweis an der Stelle. Okay, also, was machen wir? Wir spielen eine imperiale Kampagne. Und ich habe schon Let's Plays mit allen Fraktionen, außer mit den Briten, mit Dakien. Und mit den Galliern habe ich Rome Total Realism gespielt. Also von daher, ja, ich werde heute mit Dakien spielen. Es wird hoffentlich jetzt nicht so ein allzu langes Projekt, aber Dakien, würde ich mal sagen, ist auf jeden Fall die schwierigere dieser Fraktionen. Ich würde auch sagen, es ist mit Spanien zusammen auf jeden Fall eine der schwierigsten. Pontus ist auch sehr knackig eigentlich, aber ich glaube, so Dakien und Spanien, die sind wirklich sehr schwer. Ich zeige es euch auch gleich, warum. Haltet 15 Provinzen und besiegt Makedonien und Thraker. Das werden wir schaffen, das geht, aber da muss man ein bisschen was tun. Für alle, die sich fragen, hey Günner, wie hast du die Fraktion hier alle freigeschaltet? Ich habe nur die drei Römer. Dann schaut mal bitte in die Videobeschreibung, da habe ich mein Tutorial verlinkt, wo ich das erkläre, wie man das freischalten kann. Wir spielen natürlich auf der höchsten Schwierigkeitsstufe und jetzt kommt ein Intro, das glaube ich von den Galliern stammt, aber schaut mal ruhig kurz rein. Seit den Zeiten unserer Urgroßväter und deren Väterväter ist dies unser Land. Dies ist ein guter Ort. Unsere Götter leben hier, in den Bäumen und Flüssen. Sie wachen über uns. Wir sind glücklich. Wir jagen, wir haben Familien, eine Heimat, ein gutes Leben. Aber manchmal müssen wir kämpfen. Die Römer stören die Götter. Sie brennen die Wälder nieder. Sie rauben, was uns gehört, Frauen, Kinder, Land. Und die Römer reden davon, wie sie uns helfen und uns schützen. Sie schläfern uns mit goldenen Versprechen ein. Doch wenn wir aufwachen, ist alles weg, gestohlen. Sie nehmen unsere Söhne und machen sie zu kleinen Römern. Ha. Daher kämpfen wir, um das zu bewahren, was uns gehört. Es kann keinen Frieden geben, nicht mit den Römern, Männern aus Stein, Eisen und Lügen. Für sie gibt es nur Krieg. Okay. Ja, wir starten 270 vor Christus. Das sind insofern also noch, ich würde mal sagen, über 300 Jahre, bis tatsächlich die Römer dann wirklich in Dakien Fuß fassen. Also erst unter Kaiser Trajan konnte Dakien zu einer römischen Provinz gemacht werden in den Kriegen von 101 und 102 oder 101 bis 102. Und insofern sind wir natürlich noch hier weit vor der Zeit, aber Dakien ist ja eigentlich auch als nicht spielbare Provinz hier gedacht. Selbst für die Kelten wäre das noch ein bisschen früh, ne? Aber ihr seht ja, wir starten eben sehr früh, 270 vor Christus. Und wir müssen also sowohl die Makedonen als auch die Thraker besiegen. Das sind unsere unmittelbaren Nachbarn. Ich mache jetzt was, das habe ich noch nie gemacht vorher in diesem Spiel. Also das habe ich noch nie in einem Let's Play zu diesem Spiel gemacht, aber ich mache das jetzt ausnahmsweise mal, weil sich dann für euch meine Strategie etwas besser erklären lässt. Und zwar, ich cheate jetzt mal. Keine Sorge, der Cheat bleibt nicht an. Und der bringt uns hier auch keinen wirklichen Vorteil, weil wir in der ersten Runde sind und der Seed ist immer gleich eigentlich. Ja, da verändert sich auch nichts dran. Also tatsächlich ist es jetzt
Und ja, falls ihr jetzt weiß der Günther, wo die Städte alle sind, ich weiß es auswendig, wo die alle sind. Ich habe das Spiel schon so viele 100 Stunden gespielt, dass ich mittlerweile weiß, wo die entsprechenden Städte sind. Und die Befehle, die ich meinen Agenten und Armeen und so weiter gleich gebe, die sind also unabhängig davon. Das müsst ihr mir jetzt einfach auch mal glauben. So, okay. Also, Dakien hat eine sehr interessante Ausgangssituation, denn wir grenzen bereits hier schon an die Germanen an. Wir grenzen hier an die Thraker an und hier an die Skythen. Und wir grenzen hier an die Makedonen an, also an unsere Feinde. Und diese Fraktionen werden uns auch alle irgendwann den Krieg erklären, aber wir können das zu einem Großteil noch selbst bestimmen, wann sie das tun werden und dementsprechend strategisch vorgehen und unsere Expansion planen. Und das ist mit Dakien tatsächlich sehr wichtig. Warum ist es wichtig mit Dakien? Das erste ist, wir haben keine gute Infanterie am Anfang. Wir haben die Kriegsbande zur Verfügung. Das ist eine relativ schwache Speerinfanterie. Wir haben die barbarische Kavallerie, die ist brauchbar. Also das ist tatsächlich nicht so verkehrt. Und wir haben die Bogenschützenbande. Das ist tatsächlich noch so mit einer unserer besten Einheiten, weil wir nämlich mit den Dakern relativ früh schon Bogenschützen rekrutieren können. Können wir uns hier militärisch eigentlich ganz gut aufstellen. Das war es dann aber auch tatsächlich mit dem Vorteil, den diese Fraktion hat. Ansonsten hat diese ganze Fraktion ein relativ schwaches Einheitensetting. Ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man da mal in so eine Custom-Schlacht reinschauen könnte. Heißt aber für uns eigentlich auch nur, wir werden die guten Einheiten relativ spät ins Spiel bekommen. Also die Elite-Schwertkämpfer, das ist unsere beste Infanterie und die bekommen wir eher in den Städten, die wir erobern, weil die schneller wachsen als unsere eigenen. Und wenn ihr auch mal unsere Städte anguckt, die sind hier knapp an der Wachstumsgrenze, das ist eigentlich noch ganz gut und hier mit 2800 unterirdisch. So eine Stadt wie Thylis, die ist da schon besser, ist die Hauptstadt der Thraker und hier diese Kleinstadt Getenlager, die ist auch wiederum relativ schwach bevölkert. Die werden wir erobern müssen, weil wir sonst unser Ziel nicht erreichen können. Und was wir dann versuchen werden, ist, wir werden versuchen, hier die Grenze gegen die Skythen zu halten. Das ist insofern aber ein bisschen ärgerlich, weil wir eine Armee hier eigentlich abkommandieren müssen, die nichts anderes macht, als die ganze Zeit heranrückende skythische Armeen zu verprügeln. Und die Skythen werden kommen, früher oder später. Die wollen das so haben. Ob sie sich tatsächlich mit den Armeniern anlegen, das bleibt noch abzuwarten. Das ist für uns erstmal nicht interessant. Wir müssen uns darauf einstellen, dass sie uns angreifen werden. So, und jetzt warum zeigt der Günther hier mit die aufgedeckte Karte? Man könnte jetzt auf die Idee kommen, um das Wachstum des Dakischen Reiches zu beschleunigen und um auch weiter zu expandieren und schneller voranzukommen, ist es vielleicht angebracht, Aquincum und Lovosica zu erobern. Davon kann ich allerdings als Dakien nur abraten. Denn sobald wir Lovosica oder Lovosice erobert haben, werden uns die Germanen versuchen, den Krieg zu erklären und werden mit Armeen hier ankommen. Sobald wir Aquincum eingenommen haben, werden die Gallier kommen und uns angreifen, nachdem sie Segestica eingenommen haben und das tun sie relativ früh. Auch die Germanen stellen sich hier relativ früh auf und wir sparen uns einfach zwei Kriegsgegner in Provinzen, die wir wirklich nicht brauchen, denn diese beiden Städte sind auch total schlecht ausgebaut und wir haben nichts davon, wenn wir die erobern. Die bringen zwar ein bisschen Geld, aber es ist strategisch sehr unklug, weil man sich früh auf weitere Kriegsgegner einlässt. Und wir wollen nicht, dass die Gallier erstmal Krieg gegen uns führen, sondern wir wollen, dass die Gallier Ärger mit den Römern bekommen. Das ist das, was wir eigentlich wollen. Wenn nämlich Segesta von den Julian eingenommen wurde, dann werden die Gallier auch mal Ärger mit den Römern haben. Und ich hoffe, dass sie es schaffen, bevor die Gallier im Jasigenlager angekommen sind. Ja, das wäre eigentlich erstmal so der Grund, warum ich das hier an dieser Seite aufgedeckt habe. Das andere ist, wir müssen relativ schnell versuchen, nach Larissa zu kommen. Nicht nach Larissa, sondern nach Thessaloniki, die Hauptstadt der Makedonen. Die Makedonen werden nämlich ihrerseits wiederum versuchen, Byzanz zu erobern. Und wenn die Makedonen Byzanz erobert haben, dann werden sie hier viele Truppen gebunden haben, sodass wir deren Abwesenheit nutzen können, um schnell hier oben zwei makedonische Siedlungen zu überrennen. Das ist sehr wichtig, weil wir dann
erstmal einen sehr starken Wachstumsschub bekommen. Der Nachteil ist, wir handeln uns damit auch die makedonische Pest ein. Die wird als Event irgendwann kommen. Insofern müssen wir aufpassen, wo wir hier Ressourcen investieren. Und wir sollten vielleicht eher versuchen, dann auch in diesem Zuge uns mit den Griechen anzulegen und hier weitere griechische Städte zu erobern. Das ist außerdem alleine aus wirtschaftlichen Gründen dringend angezeigt, dass wir uns hier weitere Gebiete holen, damit wir hier Häfen bauen können. Und außerdem, ja, also hier hat jede Stadt eigentlich einen Hafen und das sichert uns einfach viele zusätzliche Einkommensquellen. Ja. Also im Endeffekt ist es das, ne? Ich muss ganz dringend davon abraten, hier diese Provinzen anzugreifen. Macht das bitte nicht. Ihr spart euch eine Menge Ärger, wenn ihr es tut. Euer Spiel wird vielleicht dann am Anfang ein bisschen langsamer verlaufen, so wie das meine jetzt eben. Aber ihr werdet euch einfach ein paar Kriegsgegner schenken und ihr kommt nicht in die Gefahr, dass ihr hier irgendwie geroffelstompt werdet oder sowas. Ja? Okay. Hier gibt es tatsächlich so einen kleinen Zwiespalt, was man mit diesem Agenten machen kann. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Variante 1 lautet, wir schicken ihn herunter und er macht einen Handelsvertrag mit den Makedonen. Das bevorzuge ich eigentlich in dieser Situation. Die andere ist, wir lassen ihn hier oben rumstehen, denn hier oben in unserem Gebiet werden sehr, sehr bald Rebellenarmeen kommen. Und Rebellenarmeen in unserem Gebiet, wenn wir die bestechen, werden die sich uns anschließen. Und das ist tatsächlich für uns ein Vorteil, weil wir damit sehr schnell unsere Armee verstärken können. Allerdings kostet das einen Haufen Geld. Insofern tatsächlich schicke ich ihn lieber Richtung Süden. Richtung Thessaloniki, wo er uns ein bisschen Geld besorgen soll. Jetzt haben wir ein Problem bei den Thrakern, denn ich würde eigentlich naturgemäß jetzt versuchen, die Thraker zu rushen. Das geht aber nicht, weil unsere Armeen so langsam sind. Wir können uns trotzdem schon mal hierhin bewegen. Und wir könnten jetzt hier auch einen Turm bauen, das mache ich aber nicht, weil der Geld kostet. Türme bauen wir erst später. Ich gehe aber dafür hin und werde noch mit einer weiteren Armee, das ist übrigens mein Seitenanführer, mit dieser Armee werde ich mich hier unten anschließen. Und mit dieser Armee hier oben werde ich mich hier oben hin bewegen, um gegen die zweite thrakische Stadt zu kämpfen. Wir wollen die Thraker natürlich rushen, aber eben auch nur, soweit das eben für uns möglich ist. Hier bauen wir eine Straße. Hier bauen wir übrigens auch eine Straße. Die brauchen wir, denn sonst dauert unsere Expansion einfach unfassbar lange. Und wir rekrutieren hier jeweils noch einen Bauern. Und dann ist es eigentlich auch schon soweit erstmal so gut. Die Thraker werden in der Regel diese Stadt hier nicht so leicht aufgeben. Und diese Stadt auch nicht. Wir müssen unseren Spion ein bisschen nutzen. Wenn wir ein bisschen Glück haben, dann können wir sogar die Hauptstadt relativ schnell einnehmen. Was auch immer geboten scheint. Aber wir werden auch in der Feldschlacht relativ gut dastehen. Und ihr seht also, wir haben eine relativ große Armee für so eine kleine Fraktion, wie wir sie am Anfang sind. Und werden also finanzielle Probleme bekommen. Insofern ist es auch wichtig, dass unser Diplomat hier runterläuft und uns hier ein paar Handelsabkommen sichert. Die Thraker ihrerseits wiederum werden wahrscheinlich ihren Diplomaten zu uns schicken und uns Handelsrechte anbieten. Das können wir ja auch erstmal machen. Wir werden diesen Vertrag aber brechen. Und damit haben wir eigentlich auch schon die erste Runde beendet. Ihr seht, diese Armee hier steht neben der Siedlung. Ich weiß nicht, warum die KI das immer macht, aber lasst euch gesagt sein, die wird auch da stehen bleiben. Die wird sich da jetzt erstmal nicht so schnell wegbewegen. Wir laufen noch ein Stückchen weiter hier runter. Wir sehen hier oben einen thrakischen Spion und dieser thrakische Spion wird nach Porolissum laufen und wird versuchen, hier Aufruhr zu erzeugen. Insofern ist es für uns auch ein ganz wichtiger Hinweis, dass wir eben in dieser Situation vorsichtig sind und unsere Steuern hier in dieser Provinz nicht zu früh in die Höhe treiben. Denn wenn der Spion hier reinläuft, kann er tatsächlich einen Aufstand lostreten. Man mag jetzt vielleicht noch an dieser Stelle fragen, Günther, warum baust du eigentlich die Straße und eben jetzt nicht die Mine in der ersten Runde, denn die Mine bringt 200 Goldstücke ein. Das ist wohl wahr, aber tatsächlich verlangsamt sie unsere Truppen so dermaßen, dass ich davon eigentlich abraten kann in dieser Situation. Hier gehen wir mit dem Steuersatz auf sehr hoch. Wir können auch eine Runde auf einen hohen Steuersatz gehen und ich baue sonst jetzt erstmal auch keine weiteren Gebäude. Das brauchen wir, glaube ich, auch eigentlich gar nicht. Ich möchte noch wissen, an dieser Stelle, beobachte doch mal hier Thylis und wir holen uns jetzt erstmal den Handelsvertrag mit den Makedonen und jetzt verkaufen wir denen die Karteninformation, falls ihr das noch nicht kennt, also ich verkaufe die immer so für 400, 500 am Anfang, 400 geben die uns immer safe. Denn erstens, ich weiß, wo die sind, ich brauche deren Karteninfos nicht.
Zweitens, die KI weiß sowieso immer, wo ihr seid, also könnt ihr ihnen auch die Karteninfos geben, ne? Und ja, das könnt ihr eigentlich ansonsten erstmal so spieltechnisch ignorieren. Ja, und jetzt suchen wir die Griechen. Das sind unsere nächsten Partner. Und ich denke mal, gleich wird ein tragischer Diplomat kommen. Was wir vielleicht noch machen können, ist, wir können hier theoretisch einen Tempel bauen. Bin mir aber gerade nicht sicher, ob sich das erstmal lohnt. Ich behalte das Geld lieber für Eventualitäten, dass ich noch ein paar Söldner oder sowas rekrutieren kann. So, wir machen die Handelsrechte mit den Thrakern, jawohl. Jetzt kriegen die noch meine total wertlosen Karteninfos für 400. Und ich nehme halt deswegen nur 400, weil die das dann auf jeden Fall immer machen. Da seht ihr auch schon, da ist der Spion auf dem Weg nach Porolissum, ne? Der ist dann nächste Runde. Diese Armee versperren wir jetzt dummerweise den Weg, aber vielleicht läuft sie doch noch in unsere Richtung. Ich halte es dann hier auch für sinnvoll, eigentlich die Streitkräfte möglichst früh zu kombinieren. Der hat einen zweiten Diplomat gebaut. Sofort. Oder rekrutiert. Sofort. Hier müssten wir jetzt eigentlich auch gleich auf die ersten Griechen treffen. Ja, mein Herr. Es geht nicht weiter. Ah ja, und wir haben eine Volljährigkeit bekommen. Genau, du läufst bitte hier hinterher. Es geht nicht weiter. Wir gehen hier mit dem Steuersatz auf niedrig jetzt. Ansonsten bleibt das erstmal so. Ah, die Skythen haben auch schon einen Agenten reingeschickt. Ne? Und die Thraker schicken gleich auch noch einen rein. Also das ist gefährlich, ne? So, die Griechen sind schon im Krieg mit den Römern. Das finde ich gut. Da trinke ich doch erstmal einen griechischen Kaffee. Und die weitere Vorgehensweise sieht erstmal sonst nichts vor. Okay. Ja. Wir speichern das mal. So, Nummer 1. Jawohl. Tür des Griffen war an. Schade, ich hätte gerne hier die aufgesperrten Stadttore gehabt durch meinen Agenten. Ja. Vorwärts! Schließe mich der Armee an. Mein Herr. Da sind schon die Römer, oder? Ja, da sind schon die Römer. Okay, krass. Ja, mein Herr. Es geht nicht weiter. Weiter geht es nicht. Okay, dann können wir jetzt unsere erste Schlacht machen. Okay. Das wird jetzt schon direkt am Anfang knifflig, aber wir schaffen das. Die Schlacht ist nicht schwer zu ertragen. Aber der Blick der eigenen Frau, wenn man ein Schwächling ist. Aber ich sehe hier niemanden, der sich deswegen sorgen müsste. Nun, tapfere Krieger, sage ich euch, kämpft mutig, wie man es von euch erwartet. Kämpft wie Männer. Kämpft wie Memmen. So, dann Positionierung starten. Das ist die erste Gruppe. Das ist die zweite Gruppe. Wir kämpfen im Schnee, denn wenn ich mich nicht irre, Kampfbonus im Schnee, genau. Ha, der Feind schickt mehr Schwächlinge, um die Linie zu verstärken. Okay.
Verstärkung kommt von da hinten, das ist nicht weiter dramatisch. Wir werden unsere Truppen, um das nur mal ganz kurz zu erklären, hier in Position bringen. Ich flankiere mit der Kavallerie und werde seine Einheiten Stück für Stück mit der Kavallerie erstmal auseinanderpflücken. Also soweit erstmal meine Vorgehensweise. Und im Idealfall haben wir ihn dann auch schon, bevor die Verstärkungen überhaupt da sind. Ansturm gönne ich ihm nicht. Des Feindes flieht wie eine verschreckte Ziege. Jagt ihn! Ziegen kann man gut verspeisen. Ha! So, wir chargen jetzt seine Hopliten von hinten und schießen auf die Falksträger. Es ist eine Jagd, eine Feiglingsjagd. So, da haben wir schon mit minimalen Verlusten eigentlich die ersten Truppen ausgeschaltet. Na, und da kommt auch nichts mehr zurück. Da ist noch eine Einheit, die das hier überlebt hat. Wie viele sind das? Sehe ich gar nicht mehr. Es sind noch 3 Einheiten, aber die dürften das eigentlich auch nicht überlebt haben. Okay, und was wir jetzt machen, jetzt stellen wir uns erstmal hier drüben in den Wald. Achso, warte mal. Also tatsächlich, ihr seht hier, ich spiele die Generäle relativ offensiv. Es kann durchaus sein, dass man da mal so einen General verliert, aber ich gehe jetzt einfach mal nicht davon aus. Und falls doch, naja, wir haben ja vorhin einen dazu bekommen, ne? Einheiten, gruppieren. So, wir stellen uns jetzt hier in den Wald rein. Im Wald kriegen wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir im Wald Kampfboni kriegen. Einheiten, schneller. Einheiten. Auf jeden Fall kämpfen wir im Wald nicht schlechter als er. Auf bitte hier vorne hin. Mit der Leertaste kann man übrigens diese Pfeile hier sichtbar machen, falls ihr das noch nicht kanntet. Das gibt's ja manchmal. Schieß mal auf die Pell-Tasten. Wir attackieren jetzt die Pell-Tasten. Tatsächlich ist es relativ wichtig, dass wir diese Pell-Tasten hier erwischen. Bitte greift die auch noch an. Dummerweise buggen diese Einheiten, glaube ich, ne? Also ich erwische die gerade nicht richtig, das ist sehr ärgerlich. Ah, das da hat aber auch gut geklappt. Schade ist jetzt, dass ein General abhaut. Der Feind flieht vom Feld wie ein Pack ängstliche Ziegen.
jagt und tötet. Es ist jetzt insofern blöd, weil er hat jetzt noch eine Einheit übrig behalten und kann damit tatsächlich jetzt die Stadt hier noch halten. Ne? Das wollte ich nicht so gerne sehen. Aber gut, wir belagern sie jetzt. Siedlung wird belagert. Die Siedlung wird belagert. Der Rundenbericht interessiert uns noch nicht, weil wir machen so wenig Geld. Ist eigentlich alles klar. Griechen und Bruti haben auch Krieg. Plus 1 Kommando. Und was bekommt er? Ein Schwerträger. Okay, sehr schön. Ja, da ist, glaube ich, hier die kniffligere Herausforderung. Ne? Weil hier unten noch eine größere thrakische Armee rumlaufen muss. Aber wir haben eigentlich mit dieser Kavallerieüberlegenheit kann der eigentlich keine Chance gegen uns haben. Und ihr seht, wir sollten jetzt dringend das Geld sparen. Sonst haben wir nächste Runde finanzielle Probleme. Ja, er will es jetzt hier wissen. Das ist aber ein Gefecht, das wir annehmen müssen. Moment mal bitte. So. Das ist der Erbe, ne? Hm. Also das kriegen, also wir müssen halt bei dieser Milizkavallerie aufpassen, ne? Das ist zum Glück jetzt nicht der Anführer, sonst wäre es schwieriger geworden, denke ich. Aber das ist auch eine Einheit, gut, er hat diese thrakischen Söldner, aber das ist auch eine Einheit, die hat unseren Truppen nicht so, tatsächlich nicht so viel entgegenzusetzen, ne? Unser Feind ist versammelt. Hier wollt sie also sterben. Es ist an der Zeit. Verhärtet euer Herz und lasst eure Wut eure Sehnen stärken. Nun seht euren Feinden ins Gesicht, durchschaut ihre Tricks und schickt sie in einer blutigen Burge zu ihren Vorfahren. Ja, dann wollen wir mal tun, was er sagt, ne? Wir wollen den Mann ja nicht enttäuschen. Ja, ich glaube, für meine Begriffe ja eigentlich immer schlauer, wenn man direkt diese Hügelkuppe hier einnimmt, ne, das ist ein strategischer Vorteil. Und dann platzieren wir hier die Bogenschützen und die Falksträger dahinter, oder Sichelkämpfer, wie sie hier heißen. Ja, tatsächlich sind das ja auch sehr ansehnliche Schocktruppen. Die Kavallerie platzieren wir hier auf der Seite. Der Feind fürchtet sich. Er hat noch mehr Männer geholt. Egal, die Toten zählen wir nach dem Sieg. Ja, also egal ist mir das jetzt tatsächlich nicht, weil die stehen für uns jetzt gerade sehr ungünstig. Aber wir flankieren jetzt erstmal sofort. Ich würde schon sagen, direkt hier in den Rücken der Einheiten bewegen. Upsala. Oh, der ist fast hinüber, der Bruder. Da muss er jetzt auch raus. Stopp mal hier hin, wir müssen flankieren, wir dürfen nicht blobben. Der Kriegsherr des Feindes flieht wie eine Der feindliche Kriegsherr ist tot. Das ist gut. Eure mutigen Krieger erschlugen ihn. Warte mal, greift die Söldner an. Der Feind flieht vom Feld wie ein Pack ängstlicher Ziegen. Jagt und tötet sie alle. Die Verluste sind schon nennenswert, aber
ist noch im grünen Bereich. Wir können es uns leisten, hier einen General zu verlieren. Also diese Milizkavallerie hier, die müssen wir auf jeden Fall vom Feld jagen. Machen wir mal die Pelltasten bitte noch weg. Schieß bitte weiterhin auf die Milizkav da drüben. Sehr gut. Ja, hier haben wir schon mal auf ein handliches Maß reduziert. Wir attackieren jetzt da drüben die Pelltasten. Die nehmen wir zum... Ach, Mist, jetzt, ich mache immer diesen Schlachtruf zuerst, anstatt dass ich die rennen lasse. Das ist total doof. Wir platzieren die mal gerade ein bisschen neu. Kriegsherr zeigt seinen wahren Wert. Wir machen platt. Gar keinen. Unsere Krieger würden eher sterben, als zu fliehen. Ach so, Mumpitz. Ah, Mist, jetzt habe ich den verpasst. Komm, greif noch an. Die feindliche Armee flieht. Jagt sie. Ja gut, ich glaube, zum Ende haben wir es wieder rausgeholt, ne? Okay, das war's, ne? Was ist das für eine Einheit, die hier hinten abhaut? Wow. Lauf! Lauf! Die rutschen irgendwie so ein bisschen über den Schnee, habe ich den Eindruck. Oder vielleicht klippt die Einheit auch irgendwie nur falsch, kann auch sein. Wir müssen nicht. Oh ja, hat sich gelohnt. Sieg. Wir haben es halt nicht bekommen, er hat eine Einheit übrig behalten. Ja, den nehmen wir. Okay, unsere erste Revolte, aber das ist wahrscheinlich nur eine Einheit, ne? Okay, alles klar. Es geht noch. Wir haben jetzt allerdings recht wenig Schotter. Und müssten da jetzt dringend was tun. Sofort. Ich rede mit so, dann machen wir einmal Handelsrechte mit den Griechen. Dann verkaufen wir denen erstmal unsere wertlose Karteninfo für 500. Und jetzt laufen wir mal weiter zu den Römern. Okay. Feindarmee vertrieben, Rundenbericht ist okay. Diplomatische Infos, was gibt's da? Karthager und Römer. Okay. Dann würde ich sagen, als erstes machen wir den Angriff hier. Der geht, glaube ich, am schnellsten. Das machen wir aber alles manuell, diese Schlacht. Denn wir wollen ein bisschen Truppen schonen. Und wir haben ja überlegene Fernkämpfer dabei. Ich glaube, unser Feind hat da nichts Vergleichbares aufzubieten im Moment.
Lombok ist am Tor. Er hat übrigens wieder 27 Mann. Das ist schon sehr cool. Jetzt ist es Zeit für große Taten. Wir machen auch wirklich nur das Tor kaputt, denn dann müssen wir die Stadtmauer nicht reparieren. Hihihi. Der Weg liegt frei. Schickt eure Männer um all die... Unsere Krieger haben die Mauern besetzt. Die Straßen werden vom Blut rot gefärbt sein. Hoffentlich von dem der Feinde. Warte mal gerade. Mach mir die mal nach hinten. Bitte, wenn man die gruppiert und einmal dann direkt wieder auflöst, dann... dann hat man die Einheiten so ein bisschen anders sortiert. Dankeschön. Ihr habt den Feind. Okay, ging dann aber doch schnell. Wenn er die Generalsleibwache angreift, ist okay. Die Bevölkerung müssen wir hier leider ausradieren. Ja, Straßen sind leider wichtig. Warum sagt der Günner hier leider? Weil ich natürlich lieber was anderes bauen wollen würde als Straßen. Aber wir werden sie brauchen. Ja. Zerstören. Okay. Er hat jetzt zwei Generäle da drin, das ist mega dumm. Diese Schlacht ist zu Ende, bevor es dunkelt. Ja, da überspringen wir das jetzt mal, aber mit der Ansprache. Das Gute ist, es sind halt auch wirklich nur diese zwei Generäle, aber es ist halt ein Seitenanführer dabei, der ist schon nicht ganz ohne. Unsere Krieger haben mit dem Rambok das Tor erreicht. Das Tor ist durchbrochen. Eure Krieger haben mit dem Rambok tapfer ihre Pflicht getan. Dann ist ja schön. Unsere Krieger haben den Feind von seiner Mauer vertrieben. Der Weg zum Sieg liegt vor uns. Oh, das ist aber gerade nicht so gut. Bewegen sie so in Zeitlupe irgendwie, ne? Feindliche König ist ein Feind. Das ist. So, wir müssen. Ja. Das war jetzt ein bisschen schade. Aber gut, wenigstens hier. Jetzt müssten wir die eigentlich auch ausradieren, ne? Bevölkerung ist halt so unzufrieden, ne? Und das ist die restliche. Das sind die Kleckerreste der thrakischen Armee, die jetzt hier als Rebellen rumlaufen. Ja, wo ist mein Agent? Da ist er. Zu Diensten.
in Bewegung. Bitte hier runterlaufen. Ich würde mich gerne sehen, wann die Makedonen kommen. Wahrscheinlich nächste Runde. Und dann müssen wir schon hier auf dem Weg wieder. Dann müssen wir eigentlich schon auf dem Weg hier rüber sein mit dieser Armee. Also wir haben echt nicht viel Zeit, ne? Die Truppen kannst du ja schon mal verbinden. Auch hier bauen wir eine Straße. Wir erhöhen den Steuersatz. Wir bauen einen Bauern. Wir bilden die Kriegsbande fort. Das ist tatsächlich hier jetzt recht glücklich, weil wir hier gute Einheiten fortbilden können oder ausbilden können. So. Und das ist das, glaube ich, eine Einheit, die ich erstmal hier hochschicken werde. Wir können nicht weiter. Berühmter Krieger. Folge vergrößert sich bloß ins Kommando. Trag ihn vernichtet. So, okay. Das war Part 1 und wir haben den ersten Teil unserer Kampagne schon erfolgreich bestanden. Wir bauen jetzt hier eine Stadtmauer. Eigentlich mehr pro forma. Wir bauen hier jetzt die Mine. Und wir werden den Steuersatz ein bisschen erhöhen, denn jetzt haben wir nur noch den Agenten der Skythen hier in der Stadt drin, in Porolissum. Und sind damit eigentlich dann erstmal zumindest vor diesem bösen, thrakischen Agenten da sicher. Du zeigst mir aber trotzdem noch ganz kurz. Jawohl, ne? Ja, der ist hier nicht drin. Sondern der ist hier drin, wie wir sehen können. Diese 20% Aufruhr, die kommen halt von dem anderen Agenten, ne? Machen sogar 300 durch den Bergbau anstatt der angezeigten 200. Soll mir recht sein. Wir machen zusätzliche Verwaltungseinnahmen. Okay. Das ist schon mal ganz gut. Fein, fein, fein. Dann schauen wir noch einmal ganz kurz in unseren Stammbaum. Unser Seitenanführer Syraxes, Vesina, Skyles und Duras. Das sind unsere hauptsächlichen Generäle. Dann haben wir noch hier Marcos, den Ehegatten von Fallon, glaube ich, war das. Ne? Okay, ihr fragt euch jetzt bestimmt, Moment mal, da fehlen doch eigentlich die beiden berühmtesten dakischen Persönlichkeiten aus dieser Zeit. Also wenn man als diese Zeit die Antike nennen will, nämlich Burebista und Decebalus. Die fehlen irgendwie beide als Namen hier drin. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Sie können als Hauptmänner hier vorkommen. Also diese Namen sind bedacht in diesem Spiel. Allerdings war Dakien war vielleicht mal irgendwie als spielbare Fraktion angedacht. Aber wirklich umgesetzt hat man es ja dann doch nicht. Man kann sich Dakien halt nur frei patchen oder durch Editieren von Dateien eben freischalten. Aber es gab Dakien nie offiziell als spielbare Fraktion, so wie es Armenien ja übrigens auch nicht als spielbare Fraktion hier gibt. Ja, aber vielleicht das nochmal ganz kurz so ein bisschen als Anlass, um über diese beiden dakischen Persönlichkeiten kurz ins Gespräch zu kommen. Burebista ist der erste dakische König, der als ein mächtiger dakischer König auch überliefert wird. Burebista, eine Persönlichkeit aus dem 1. Jahrhundert vor Christus, hat es geschafft, aus Dakien ein mehr oder weniger zusammenhängendes Königreich zu formen. Er ist gar nicht mal von so vielen Quellen belegt. Also es gibt, glaube ich, zu Burebista gibt es, glaube ich, nur 3 Quellen, die wirklich über ihn sprechen. Und ein Denkmal, glaube ich, gibt es von ihm noch. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Der gilt aber als eine, wenn auch vielleicht heutzutage legendär ausgeschmückte, historische Persönlichkeit. Also den scheint es wirklich gegeben zu haben. Wenn wir uns Dakien in dieser Zeit angucken, in der Burebista lebte, dann sehen wir vor allen Dingen ein Territorium, das von vielen anderen feindlichen Stämmen umgeben war, von den Yazigen, von den Thrakern, von den Roxolanen, von den Sarmaten, später auch
den Bastarnern. Also Dakien hatte durch seine geografische Lage auch immer Kontakt zu Feinden Roms oder zu Fraktionen, mit denen Rom sich nicht so gut verstand. Und Dakien selbst tritt eben als wirkliches Königreich oder zusammenhängender Herrschaftsbesitz erst relativ spät in Erscheinung. Man weiß daher auch gar nicht, wie das da vorher genau ausgesehen hat. Also man vermutet, dass es natürlich einzelne kleinere dakische Königreiche gegeben hat, von denen allerdings jedoch dann niemand wirklich so mächtig war, dass er sich gegenüber den anderen so durchsetzen konnte, dass er dann tatsächlich eine Herrschaftsbildung dann entsprechend betreiben konnte. Das soll eben Burebista gewesen sein, der da so als erster eben wirklich ein dakisches Reich irgendwie gegründet hat. Und Dakien seht ihr ja auch so ein bisschen hier auf der Karte. Diese Provinz, in der wir uns hier bewegen, die befindet sich so ein bisschen, ja, sie ist hier von der Form her auch nicht ganz korrekt, sondern es ist mehr so ein Zipfel hier nach oben eigentlich. Dakien ist ja eine Provinz, die die heutigen Staaten Ungarn und Rumänien weitestgehend deckt. Die Automarke Dacia, eine rumänische Automarke, kennt ihr vielleicht auch, weil ihr die auf der Straße rumfahren seht. Es kommt tatsächlich von diesem Namen Dacia. Und der Name Dacia, dieser Provinz, späteren römischen Provinz, der leitete sich eben von den Dakern ab und deren erster berühmter König ist eben dieser besagte Burebista. Der ist gar nicht so, viel mit Rom in Kontakt gekommen. Das war eher der Decebalus, der später mit Rom in Kontakt gekommen ist. Decebalus, ein König aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert, also erstes Jahrhundert nach Christus. Decebalus hat mehrere Kriege auch geführt, um sich gegenüber römischen Einflüssen zu erwehren, und galt als ein sehr fähiger Politiker und eigentlich auch ein sehr geschickter Diplomat, der es verstanden hat, Allianzen zu schmieden und sich eben auch politischen Rückhalt zu verschaffen. Also der muss wirklich auch so insgesamt ein sehr geschickter, talentierter Politiker gewesen sein. Ist auch historisch belegt, ne? Ist aber die Frage natürlich eben, was aus der heutigen Forschung da, was wirklich als gesichertes Faktum oder was eben da als Mythos zu gelten hat. Decebalus gelang es übrigens auch, die erste größere Invasion der Römer unter Cornelius Fuscus, das war ein Prätorianerpräfekt, der einen Krieg gegen Dakien führte, diesen Angriff eben abzuwehren und die Römer sogar auch vernichtend zu schlagen. Ne? Auch das ist natürlich ein Grund, warum der Mann bekannt und überliefert ist und als fähig zu gelten hat. Es war nicht einfach, die Römer zu schlagen. Das Ganze war aber eben, also vielleicht die Frage erstmal überhaupt war, was wollten die halt überhaupt von den Dakern? Das Problem bei der Sache war, dass die Römer immer der Meinung waren, dass man sich halt auf diese Stämme hier im Donauraum, die hier siedelten, nie so wirklich irgendwie verlassen konnte. Und deswegen haben die Römer hier versucht, selbst eine eigene militärische Basis zu etablieren. Und der weitere Grund dafür war, dass diese Provinz, die hat diesen unfassbar lustigen Namen, worüber auch immer wieder alle Leute lachen, Mösien, diese Provinz hier südlich von Dakien, dass die immer wieder von den Dakern überfallen wurde und man da natürlich auch versucht hat, stabile politische Verhältnisse zu schaffen. Auch das ein ganz wichtiger Punkt. Das mag jetzt mal für heute so als kleiner Ausblick genügen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr im nächsten Part wieder dabei seid. Dann werden wir wahrscheinlich schon Krieg mit den Skythen haben, wenn wir Pech haben, und Krieg mit den Makedonen. Es bleibt also spannend. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und Pax Vobiscum, Valete.